da ist ein riesiger. Da war ein riesiger Grashüpfer. Ich habe voll Angst vor Insekten. Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Video. Und zwar jetzt mal was ganz anderes. Ich bin jetzt hier extra hergegangen so. Da wo ich mit der Haselnuss das letzte Mal schon war. Und tut mir leid, wenn ich ein bisschen außer Atem bin. Aber es war ein ganz schön anstrengender Weg. Immer geradeaus. Auf der Straße. Besser gesagt Bürgsteig. Ist ein bisschen zu heftig. Aber jetzt, ohne mal einen Scheiß zu labern oder sonst irgendwas. Es geht mir darum. Also, was ist euer verdammtes Ziel im Leben? Eure Finishline, euer Traum, eure größte Begierde oder was auch immer, wie auch immer ihr das nennen wollt. Wisst ihr, was es ist? Und nicht so eine Scheiße wie, oh, ich will lang gesund bleiben, ich will, dass meine Eltern gesund sind, ich will, dass alle glücklich sind. Das ist ein Schwachsinn, Mann, weil das jeder verdammte Mensch will. Was soll das? Das ist kein Wunsch. Natürlich ist es okay, das ist ein Wunsch, aber das wünscht sich doch jeder. Das ist kein individueller Traum oder individuelles Ziel, das ihr da habt. Das ist einfach nur irgendein Scheißgelaber, weil ihr nicht wisst, was euer Ziel oder euer Wunsch im Leben ist oder weil ihr zu feige seid, euch euren richtigen Wunsch einzugestehen, um zu wissen, ich muss mir dafür den Arsch aufreißen und ich muss dafür arbeiten und nicht nur gesund sein. Ja, gesund sein, super. Dann geh dreimal die Woche zum Sport, ernähr dich gesund und hoffe aufs Beste, dass du keinen Krebs kriegst oder sonst irgendwas. Rauch nicht, sauf nicht, schlaf genug, dann bist du gesund auch bis ins hohe Alter, wenn du Glück hast. Aber die Scheiße immer mit, ja, ich will nur, dass alle gesund sind, das ist das Wichtigste. Das ist ein absoluter Schwachsinn, das will ich natürlich auch. Ich will auch, dass meine Eltern gesund sind. Wieder gesund sind, dass mein Bruder gesund ist, dass ich gesund bin, meine Freundin gesund ist und alle Menschen, die mir was bedeuten, gesund sind. Das ist völlig klar. Boah, voll die fette Taube am Start. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, was ist euer eigentlicher Wunsch? Was wollt ihr im Leben? Was wollt ihr von euch? Was erwartet ihr von euch? Was wollt ihr erreichen? Wie weit wollt ihr kommen? Über das müsst ihr euch im Klaren sein. Wofür lebt ihr? Ihr müsst eine Leidenschaft, also müsst nicht. Aber meine Meinung ist, ein Leben ohne Leidenschaft, jetzt gar nicht auf Fitness bezogen, weil so viel Fitness habe ich jetzt auch nicht, wie ihr seht, wenn ich einen halben Herzinfarkt bekomme, wenn ich den kleinen Berg hier raufgehe. Aber jeder Mensch hat doch einen Traum, ob er ja, als Kind, als Feuerwehrmann, als Polizist, Astronaut, Tierarzt, was auch immer. Das sind Träume, die ihr als Kinder habt. Wenn ihr die jetzt immer noch habt, dann verfolgt sie. Wenn ihr ein Polizist, ein Feuerwehrmann oder sonst was sein wollt, dann seid es, bewerbt euch, reißt euch einen Arsch dafür auf, macht was immer es kostet, damit ihr dem Traum näher kommt. Wollt ihr Astronaut werden, dann geht verfickt nochmal auf die Uni, studiert was weiß ich, Physik, Astrophysik oder Mechatronik, Maschinenbau, Elektrotechnik, was auch immer man dazu studieren muss, weiß ich nicht. Und macht es und nicht, keine Ahnung, oder jetzt auf... Gar nicht auf Fitness bezogen. Oder wenn ihr jetzt einen Wunsch habt, zum Beispiel, wenn einer sagt, hey, mein Wunsch ist es, einfach nur ein Haus zu haben, eine Familie zu haben, genug Geld zu haben und Kinder und eine glückliche Ehefrau, dann macht es, dann ist das euer Ding, das ist geil, wenn ihr euch damit zufrieden gebt. Was heißt zufrieden gebt? Für manchen ist das alles, das möchte ich natürlich auch. Aber wenn ihr das wollt, egal was es ist, dann arbeitet dafür. Und wenn ihr am Tag 18 Stunden arbeiten müsst, der Tag hat 24 verkackte Stunden, Mann. 24 verkackte Stunden. Und wie viel verbringt ihr damit, mich eingeschlossen, rumzusitzen und nichts zu tun? Einfach nur faul zu sein und daran zu denken, was wäre, wenn, hätte, Fahrradkette. Ich bin eine faule Sau und sitze den ganzen Tag auf dem Arsch und mache überhaupt nichts. Und dann wundere ich mich, warum ich immer noch scheiße ausschaue, warum ich nicht den Job habe, den ich will, warum ich nicht die Frau habe, die ich will, warum ich in einem Drecksbunker wohne, ohne Tageslicht oder was auch immer, warum ich nicht das kriege, was mir eigentlich zusteht, was euch zusteht ist, wofür ihr arbeitet, wofür ihr euch den Arsch aufreißt. Jede verfickte Sekunde, an jedem verfickten Tag im Jahr. Das ist, was ihr wollt. Für mich ist es zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wow, fuck, bin ich aus Ort. Ich sage jetzt mal, was mein Wunsch ist, meine Finishline ist, dass ich ein WBFF-Bro werde. Oder jetzt gar nicht WBFF, einfach ein Pro, der nicht allzu so ein krasser, richtig krasser Bodybuilder will ich gar nicht werden. Ich will einfach so Fitnessmodel-Style haben, vielleicht ein bisschen dickere Beine, guten Oberkörper. Das ist mein Ziel zum Beispiel, auf meine
Auch meine physischen Wünsche, so möchte ich physisch aussehen, so stelle ich mich vor, und bis ich das nicht erreicht habe, bin ich nicht zufrieden. Vermutlich bin ich, auch wenn ich das dann erreicht habe, immer noch nicht zufrieden, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Und dann jetzt zum Beispiel auch die materiellen Dinge. Natürlich will jeder Geld haben, natürlich will jeder reich sein und nichts dafür tun, aber du wirst nicht reich, indem du voll auf dem Arsch sitzt und nichts dafür tust. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht allzu viele Videos gemacht in letzter Zeit, aber das ist jetzt vorbei und ich werde mehr Videos aufnehmen, ich werde noch härter trainieren, noch besser essen, noch besser schlafen, mir jeden verkackten Tag den Arsch aufreißen, nur damit ich das bekomme, was ich will, und wenn ich verreck dabei, ist mir scheißegal, ich gebe alles, und genau so müsst ihr an das rangehen. Ich kann jetzt auch, oh, der labert nur, der hat das, der hat dies, der kann das, der hat eine bessere Genetik, was auch immer, bla bla, lauter Excuses. Ich habe auch keine gute Genetik aufs Bodybuilding bezogen, meine Schlüsselbeine sind mega breit, das Einzige, was gut an mir ist, sind meine Beine. Und warum? Weil ich dreimal die verkackte Woche gebeugt habe bis zum Erbrechen, bis meine Beine auch nicht mehr konnten, bis mein Unterrücken abbrochen ist. Scheißegal, ich habe gebeugt jedes Mal und ich habe mir den Arsch aufgerissen. Und deswegen habe ich jetzt solche Beine. Nicht, dass ich jetzt überdimensional gute Beine habe, aber besser als mein Oberkörper. Warum ist mein Oberkörper schlecht? Ich kann jetzt auch sagen, wie gesagt, ich habe ein breites Schlüsselbein, aber ich muss mehr aufbauen als andere, damit man sieht, ja, und Pech gehabt. Dafür, wenn ich es ausfülle, schaut es geiler aus als bei anderen. Dafür muss ich halt arbeiten, dafür muss ich mir den Arsch aufreißen und jeden Tag daran arbeiten. Und meine Arme zum Beispiel sind lang, wow, und da muss ich halt mehr Muskelmasse aufbauen, da muss ich halt härter trainieren, öfter trainieren, länger trainieren, besser essen, was auch immer, um das zu erreichen. Und wie gesagt, materielle Dinge, jeder möchte reich sein. Auch ich will mir irgendwann, ein Haus kaufen können, ein richtig schönes Haus, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, schönes Leben haben. Natürlich will ich das, aber ich werde auch arbeiten. Ich bin, weiß ich nicht, ob ich ein Familienmensch bin, kann ich nicht sagen, weil ich jetzt keine eigene Familie gegründet habe bis jetzt. Aber wenn, dann sehe ich das ja und dann arbeite ich dafür und dann will ich meinen Kindern auch was bieten können und nicht von Gehalt zu Gehalt leben, 9 to 5, jeden Tag die gleiche Drecksarbeit machen, die gleichen Drecksfressen sind und einfach unglücklich sein in meinem Leben. Ich will mir ein Haus leisten können, ein geiles Auto leisten können. Alter, schwitzig. Und ich will auch mal in Urlaub fahren können, oder ich will einfach Geld ausgeben, ohne darauf zu achten, oh, das kostet aber jetzt 50 Euro statt 47 Euro. Kann ich mir das jetzt leisten, oder soll ich jetzt lieber darauf verzichten? Alter, fuck, sowas will ich nicht. Ich will nicht von Monat zu Monat am Hungertuch nagen und kein Geld haben für gar nichts, so wie es jetzt im Moment ist. Ich bin jetzt nicht arm, aber ich habe auch nicht genug Geld für Sachen, die mir gefallen. Und deshalb muss ich mir den Arsch aufreißen, um das zu bekommen, was ich möchte. Wenn euer verkackter Traum ist, ein Mathematiker zu werden, ein Physiker, dann setzt euch auf euren Arsch und lernt jeden Tag, solange es geht, bis euch die Augen zufallen und dann noch länger. Und dann geht pennen, dann könnt ihr zufrieden ins Bett gehen und sagen, Alter, ich bin stolz auf mich, ich habe jetzt durchgezogen, ich ziehe es jetzt jeden Tag durch, Mann, ich studiere, ich lerne, ich mache das und das. Oder egal welcher Beruf es ist, egal was ihr wollt, wenn ihr, find your passion and let it kill you, genauso ist es, wenn ihr nicht bereit seid für eure Leidenschaft, für euren Traum, für eure Liebe zu sterben, dann bringt euch das alles gar nichts, ein Leben zu führen, das ihr nicht wollt, mit dem ihr nicht glücklich seid, oder, ich weiß gar nicht, was ich da noch sagen soll. Aber findet eure Leidenschaft. Findet eure Leidenschaft. Jagt dem Traum hinterher. Scheiß drauf, was alle anderen Leute sagen, was eure Mutter sagt, was euer Vater sagt, was eure Geschwister sagen, eure Freunde. Wenn die euch aufhalten, dann klingt jetzt blöd, aber dann hört nicht auf sie, fickt auf ihre Meinung und macht das, was ihr wollt. Wenn ihr das mit ganzem Herzen macht und mit allem, was ihr habt, dann schafft ihr das auch. Jeder schafft es. Wir sind in einem Zeitalter, in dem alles möglich ist. Leute, die arm sind, machen Footballspieler, sind arme Schweine vielleicht am Anfang. Und dann reißen sie sich den Arsch auf, dann kriegen sie ein Sponsoring und dann werden sie reich. Und zwar nur mit ihrer Leidenschaft. Oder Musiker, Fußballer. Mir fällt jetzt gerade kein treffenderes Beispiel mehr ein als Sportler oder eben Leute, die schlau sind, Leute, die in der Birne, die was in der Birne haben. Wenn ihr was in der Birne habt, dann ist das euer Talent, euer Gift. Dann macht ihr das. Wenn ihr euer Talent nicht ausnutzt oder das, was ihr habt, das, was ihr könnt, dann ist es vergeudet. Das irgendwann liegt ihr am Friedhof oder im Krankenbett. Und liegt im Krankenbett und sagt, oh fuck, hätte ich doch das gemacht. Es ist ein bisschen schwerer mit 93 seinen Lebenstraum zu erfüllen, als jetzt mit 20 bis 30 oder 20 bis 50. Scheißegal, wie alt ihr seid. Es gibt keine Grenze für Erfolg. Es gibt kein Limit für
Ich drehe jetzt hier wieder um. Ich habe keinen Bock, in den Wald zu gehen. Es gibt kein Limit für eure Träume. Egal wie alt ihr seid, ob ihr jetzt 20, 30, 40, 50 seid, 60 seid, aber irgendwann, wenn ihr im Krankenbett liegt und kurz vorm Abkratzen seid, dann bereut ihr. Das ist das größte Gift im Menschen. Das ist als Mensch das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du etwas bereust. Wenn du nicht das gemacht hast in deinem Leben, was ist? Du kannst nicht jedes Jahr dasselbe Jahr leben. Jedes Jahr, ja, ein Jahr aus, Tag für Tag dasselbe machen und das ein Leben nennen. Das ist gut, das ist kein Leben, wenn, meiner Meinung nach. Wenn ihr damit glücklich seid oder wenn du, der Mensch, der das jetzt anschaut, glücklich damit ist, dann mach das. Dann freue ich mich für dich, dass du glücklich bist. Du hast es geschafft in deinem Leben. Du hast genau das erreicht, was du wolltest. Das ist richtig geil. Ich freue mich wahnsinnig für dich. Aber für mich wäre das zum Beispiel gar nichts. Ich möchte das nicht. Ich will jetzt hier nicht die Wünsche anderer schlecht machen, weil jeder hat seinen eigenen Wunsch. Andere schauen das Video an und denken, was ist denn das für ein Spaß? Was hat denn der für einen Traum? Oder für einen Wunsch? Das ist ja lächerlich. Schafft das sowieso nicht. Gut, dann ist es eure Meinung. Das ist mir scheißegal, weil ich werde so lange daran arbeiten, bis ich es erreicht habe. Und wenn ich es nicht, und wie gesagt, wenn ich verreck dabei, das ist mir sowas von fucking egal, Mann. Das ist, geht mir so am Arsch vorbei. Was bringt mir mein Leben, wenn ich nicht meine Leidenschaft, meinen Traum, mein Innerstes ausleben kann? Was, das macht doch einen Menschen aus. Jeder Mensch hat einen unterschiedlichen Charakter. Jeder Mensch hat unterschiedliche Wünsche, Ziele, Erwartungen an sich selbst, an die Welt, in der ihr lebt, an die Welt, die ihr kreiert, die ihr erschafft. Dann lebt in eurer eigenen Welt. Jeder Mensch kann sich in seine eigene Welt wegträumen und in der er alles erreichen kann. Und genau so muss es sein. So muss es sein. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt nichts, das euch auffällt. Das Einzige, was euch limitiert, eure eigene Faulheit. Oh, das schaffe ich nicht. Oh, das kann ich nicht. Oh, das will ich nicht. Das ist mir zu anstrengend. Das schaffe ich sowieso nicht. Ich bin zu klein, zu fett, zu dumm, zu hässlich dafür. Was auch immer. Ich bin zu groß dafür. Ich bin zu dick dafür. Ich bin zu dünn dafür. Alter, das sind physikalische Gegebenheiten, wie er aussieht. Das könnt ihr ändern. Natürlich kann man das jetzt nicht das Gesicht oder was auch immer nicht verändern. Das ist mir klar. Und jeder hat genetische Vor- und Nachteile. Aber daran müsst ihr arbeiten. Ihr könnt die beste Version aus euch selbst rausholen. Jeden einzelnen Tag. Jeden einzelnen Tag steht ihr auf um 7 oder um 6 in der Früh und arbeitet an eurem Traum. Scheißegal, was es ist. Ihr schafft es. Solange ihr an euch glaubt und solange ihr alles dafür gebt, alles, was in eurer Macht steht, alles, was ihr in euch habt, dann macht es. Und die Aussage, ich habe kein Geld, das ist für mich absolut Schwachsinn, absoluter Oberschwachsinn. Es gibt so viel, wir wohnen in Deutschland, man kriegt so viel Förderung, so viel Unterstützung vom Staat, wenn man es braucht. Gut, natürlich sind manche Menschen finanziell benachteiligt und wohnen in einer schlechten Gegend oder haben nicht genug Geld oder was auch immer. Aber dann arbeitet doch. Ich würde putzen. Ich würde mal auf den Knien würde ich einen Scheiß ausputzen, wenn es denn sein muss, um mehr Geld zu haben. Das würde ich machen. Und genauso, wenn es mich näher bringt, um dass ich meinen Traum leben kann und dass ich das tun kann, was ich möchte in meinem Leben, dann muss ich mir auch mal den Arsch aufreißen und eine gewisse Zeit lang das tun, was ich nicht möchte. Du musst auch mal auf Sachen verzichten können. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du durchgehend dein Leben auf alles verzichtest, dann bist du unglücklich, stirbst du unglücklich, du bist unglücklich, deine Familie ist unglücklich, deine Frau, deine Kinder, alles um dich herum ist schlecht. Du kannst dadurch nicht das machen, was du willst. Wie gesagt, reiß dir den Arsch auf und wenn du auf den Knien mit der Zahnbürste Scheiße vom Klorand wischen musst, dann mach das, wenn du die Kohle brauchst. Ist jetzt ein bisschen drastisch und ein bisschen überspitzt dargestellt, aber genauso ist es. Und es ist mir... Nehmt den PewDiePie als Beispiel. Ich habe mir vor kurzem ein Video angeschaut, in dem er sich bedankt für 100 Abonnenten. 100. Jetzt sind er 56 Millionen. Der war in der Uni, hat die Uni geschmissen und hat irgendwelche Drecksjobs gemacht. Mir fällt jetzt nur noch ein, dass er irgendwo Hotdog-Verkäufer gemacht hat. Und damit er Geld hat für einen Computer, für eine Kamera, für ein Mikrofon, für sein Equipment, das er braucht, um so weit zu kommen, wie er jetzt ist. Er hat das Geld aufgetrieben, er hat Sachen gemacht, die er nicht machen möchte, die bestimmt nicht allzu schön waren. Er hat es gemacht, nur um seinen Traum, das, was ihm Freude bereitet, das, was ihn erfüllt, weiterhin ausüben zu können. Und deshalb ist er so weit gekommen. Jeder Mensch kann erfolgreich sein. Wenn du zufrieden bist mit 1.000 Euro im Monat, passt. Wenn du zufrieden bist mit 500 Euro im Monat, passt. Wenn du zufrieden bist mit 50.000 Euro im Monat, okay, geil. Scheißegal, was dich glücklich macht. Wenn dich das erfüllt und wenn dich das glücklich macht, dann mach es. Scheißegal, was andere Leute von dir denken. Was irgendwelche Spasten denken, die du sowieso nicht kennst. Oder deine,
oder die Bagage, die sich deine Familie nennt, die dich nicht unterstützt oder die sagt, du schaffst es nicht. Solange ihr an euch selbst glaubt, muss kein anderer an euch glauben, weil ihr es schafft. Wenn ihr euch einen Arsch aufreißt, daran glaubt und jeden Tag eures Lebens daran arbeitet, dann schafft ihr es. Und das war es jetzt auch schon. Ich will jetzt nicht noch weiter labern, weil ich wiederhole mich wahrscheinlich schon sehr, sehr oft. Ich wollte es einfach mal gesagt haben, lasst euch von nichts und niemanden unterkriegen, auch nicht von euch selbst. Ich glaube, ich bin den falschen Weg gegangen. Auch nicht hier volles hohe Gras. Auch nicht von euch selbst. Macht alles in eurer Macht Stehende. Tut, macht, arbeitet, reißt euch den Arsch auf. Egal, was eure Ziele sind, ihr schafft es. Wenn ihr es euch in den Kopf gesetzt habt, schafft ihr das. Und wenn ihr alles dafür gebt. Danke fürs Zuschauen. Ich werde jetzt wahrscheinlich mehr solche Videos machen, weil das ist einfach, das gefällt mir, wenn ich damit anderen Menschen auch helfen kann. Das ist eine Motivation für mich selbst. Das ist vielleicht eine Motivation für dich, der das Video anschaut. Und ja, wenn euch das gefallen hat, wenn euch das motiviert hat oder was auch immer, dann schreibt es mir in die Kommentare, lasst mir ein Like und ein Abo da und entschuldigt meine Sprache mit Fick und Verdammt und Scheiße und Opfer und so. Aber wenn euch ein Thema so berührt wie das hier, dann kann ich einfach nicht so, ja, da musst du das und dies und jenes tun und das ist aber nicht kompatibel mit mir oder mit dem oder mit meinem Leben. Dann, Entschuldigung, aber so kann ich einfach nicht sprechen, wenn ich in Rage, in Fahrt bin. Boah, da ist ein riesiger, da war ein riesiger Grashüpfer. Ich habe voll Angst vor Insekten. Okay, das war jetzt nochmal ein Gag zur später Stunde. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao, ciao.